Liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc von der Bikeschule Ride First. Und heute ein Thema, das wird nie alt, bleibt relevant. Und bevor ihr jetzt weiter zu Hause euer Kurventraining macht, schaut euch jetzt mal genau an, was ich euch dann noch an sinnvollen Input geben kann, damit das besser klappt. Ich verlinke euch kurz unten mal in die Videobeschreibung das Video mit der Profi-Kurventechnik. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr noch was Inhaltliches braucht. Aber jetzt geht es darum, die eigentlichen Basics fürs Kurvenfahren muss ich euch gar nicht neu alles erzählen, das kennt ihr ja schon. Die Blickführung, die Radneigung, dann gegebenenfalls die Kurbelstellung und so weiter und so fort. Jetzt ist mir aber aufgefallen, sowohl in den ganzen Kursen, weil ich bilde auch viele Trainer fort oder aus, aber auch auf den Fahrtechnik-Videos, dass ihr, wenn ihr jetzt probiert, häufig mehrere Sachen, sagen wir mal 5, 6 Sachen gesagt bekommt. Die Dinge sind zu beachten, wenn ihr Kurven übt, in der Ebene erstmal, Basic Stuff. Und jetzt haben wir das Szenario, er fährt auf die Kurve zu und auf einmal fängt an. Wie hältst du den Arm? Wie wird die Ferse? Wie die Kurbel? Wo der Kopf? Was macht die Hüfte? Das heißt, du hast so viele Sachen, die du gleichzeitig beachten willst und gehirntechnisch geht das gar nicht. Deswegen möchten wir es heute mal runterbrechen auf 2 Basics, die ihr sehr universell anwenden könnt und dann möchte ich euch gerne noch ein bisschen Tipps und Methoden geben, wie ihr dann noch weitermachen könnt in den nächsten Schritten. Also ein klassisches Beispiel. Ihr sollt die Kurbel runternehmen, ihr sollt mit den Armen neigen, der Blick muss rum und die Hüfte soll raus. Sehr viel auf einmal, direkt 4, 5 Sachen. Und wenn man das selber mal probiert, auch als erfahrener Trainer mal so sagt, ich bin jetzt mal Teilnehmer oder so und ich fahre mal, dann merkt man sofort, ui, das ist gar nicht so einfach. Und jetzt so vom internen Fokus direkt so viele Sachen zu beachten, kann sehr verwirren und sieht auch ein bisschen aus wie ein Roboter. Deswegen machen wir jetzt mal 2 Dinge als Basic und im nächsten Schritt gibt es Methoden, wie ihr dann weitergehen könnt. Also 2 Dinge, die ihr bei allen Kurven beachten könnt. Dass ihr den Sattel am inneren Bein spürt und dahin schaut, wo ihr hin wollt. Den Sattel am inneren Bein und dahin schauen, wo ihr hin wollt. Der Sattel am inneren Bein, das heißt, das Fahrrad ist mehr geneigt als der Körper. Das gibt halt viel Traktion und das kann man ganz einfach erreichen, indem man das Rad kurz unter sich in die Kurve kippt und man spürt, wenn der Sattel am inneren Bein ist, dass es halt passt. Den zweiten Link in der Videobeschreibung, da habe ich nochmal explizite Kurvenübungen für euch dabei aus unserer Kurvenlektion. Ganz, ganz wichtig. Ihr werdet merken, je langsamer ihr engere Kurven fahrt, desto mehr lenkt ihr ein. Und wenn es mehr so schnellere Kurven sind, dann hat man zum Beispiel mehr Radneigung, weniger Einlenken. Das ist aber eigentlich etwas, was auch intuitiv passiert. Dahin schauen, wo man hin möchte, das kennt ihr aus vielen Videos. Man sagt auch, der Blick führt einen quasi durch die Kurve. Das ist ein bisschen was intuitiv auch passiert. Wichtig ist, beachtet auf jeden Fall, dass ihr nicht sofort das Vorderrad schaut oder total in die Ferne. Und der Rest, je nach Geschwindigkeit, wie weit ihr nach vorne guckt, wie weit euer Blick scannt, das passiert sehr von alleine. Ihr könnt euch ja mal filmen und gucken, wie es aussieht. Und jetzt ist ganz wichtig, es kommt immer dieses Kurbelthema, da habe ich auch schon zig Videos zu gemacht. Muss man die äußere Kurbel runter machen? Wie ist es, wenn man Kurven fährt und die Kurbel wiegt sich immer so ein bisschen? Da habt ihr schon ganz viel Input in anderen Videos gehabt. Wichtig ist, das kommt erst im nächsten Schritt und konzentriert euch erstmal auf 1, 2 Sachen. Dazu ist das Gehirn in der Lage und filmt euch dabei, macht euch Hütchen, um ein bisschen Slalom zu fahren oder engere Kurven zu simulieren. Erstmal im einfachen Gelände, ihr kennt das Schritt für Schritt und dann nehmt ihr es auf einfache Trails oder einfache Waldwege. Anliegerkurven, Spitzkern, normale Serpentinen, flacher Schotter mit einer leicht hängenden Kurve. Es gibt noch so viele verschiedene Arten und deswegen kann man gar nicht von einer Kurventechnik reden. Es gibt Kurven, wo man mehr das Lenkrad einschlägt. Es gibt Kurven, wo man das kaum bis gar nicht macht. Es ist so unterschiedlich. Deswegen ist es ganz gut, diese 2 Basics zu haben. Also, nochmal zusammengefasst, der Sattel am inneren Bein. Das heißt, ihr neigt das Rad unter euch und ihr schaut dahin, wo ihr hin wollt. Ihr kennt ja den klassischen Fehler, der in allen Videos auch natürlich korrekterweise gesagt wird. Wenn man runterschaut, dann ist die Kurve sehr instabil. Oder wenn man irgendwie in die Ferne guckt, wird es auch nichts. Deswegen angepasst dahin schauen, wo ihr hin wollt. Und mit diesen 2 Basics kommt ihr schon in so vielen Kurven zurecht und müsst nicht an 10 Sachen gleichzeitig denken. So, liebe Leute, ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen inspirieren. Wie gesagt, wenn ihr jetzt übt, macht das Schritt für Schritt und nicht direkt an 6 Sachen gleichzeitig vor der Kurve dran denken und dann irgendwie komplett verwirrt sein. Und ja, ihr werdet zu den speziellen Themen
noch genug Videos haben, Anlegerkurven, Spitzkehren und so weiter, wo ihr noch auf einzelne Dinge achten könnt, die dafür nötig sind. Lasst gerne mal einen Kommentar unten, ob euch das geholfen hat, war es sinnvoll oder hattet ihr schon mal die Erfahrung, dass ihr ein bisschen verwirrt war von zu vielen Dingen im Kopf in einem Fahrtechnikkurs oder nach einem Fahrtechnik-Video, was ihr angeschaut habt. Bin ganz gespannt auf den Austausch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.